Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe eine Frage bekommen, da ging es um Paprika. Die Paprika ist im unteren Bereich ja so bräunlich verhärtet oder auch ein bisschen eingezogen. Was ist das? Ist das schlimm? Kann ich die Paprika noch essen? Und was ist die Ursache dafür, dass bei mir an der Paprikapflanze sämtliche Paprika so aussehen? Die Fragen möchte ich euch alle hier einmal im Video beantworten. Wenn euch das gefällt, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert auch gern meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Mir hilft es wahnsinnig weiter hier auf YouTube, auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Und ihr verpasst natürlich auch keine weiteren wichtigen Videos mehr zum Thema Garten. Ja, ich habe jetzt schon mal bei mir hier sämtliche Paprikapflanzen abgesucht und habe geschaut, ob ich euch vielleicht mal ein exemplarisches Beispiel zeigen kann. Leider kann ich das nicht, beziehungsweise auf der anderen Seite muss man auch sagen, Gott sei Dank kann ich euch kein Beispiel zeigen. Ja, ich bin aktuell davon nicht betroffen, aber was ist das? Das Ganze kennt man auch von Tomaten. Das ist die Blütenendfäule bei Paprika. Und das Ganze ist jetzt erstmal weniger tragisch, als es sich anhört. Vorweg kann man sagen, man kann die Paprika essen. Ich würde die Stellen, die dort einfach unschön aussehen, halt einfach rausschneiden. Und der Rest der Paprika ist tatsächlich noch genießbar und auch wirklich unbedenklich. Das ist keine andere Paprika dann als die, die nicht befallen sind auch. Ihr habt halt nur etwas weniger von der Paprika, was ihr essen könnt. Ja, woran liegt das? Was ist die Ursache dafür? In der Regel und in den meisten Fällen ist es eine akute Unterversorgung mit Kalzium. Dann bildet sich die Blütenendfäule. Man kennt es, wie gesagt, auch von Tomaten. Kann passieren, wenn der pH-Wert im Boden zu niedrig ist. Das Ganze müsste man dann gegebenenfalls vielleicht einfach mal messen und dann mit einem kalziumhaltigen Dünger dort gegen angehen. Wenn aber auch zum Beispiel der Nährstoffgehalt von Salzen im Boden wie Kalium, Natrium oder Ammonium zu hoch ist, kann das auch eine Kalziumaufnahme für die Paprika kann das blocken oder hemmen, sodass das auch halt dann zu einem Kalziummangel kommt. Ein anderer Grund ist noch die Wasserversorgung. Wenn die nicht stimmt, unregelmäßig ist oder zu gering ist, auch dann kann es zu einem Kalziummangel kommen. Die Paprika kann dann halt die Nährstoffe nicht mehr aufnehmen und auch dann kann es zu einer Blütenendfäule bei der Paprika kommen. Wie kann man das Ganze jetzt vorbeugen, dass es erst gar nicht so weit kommt? Habe ich euch eigentlich gerade im Prinzip schon gesagt. Erstmal mit dem Düngen ein bisschen vorsichtig sein. Die Pflanze oder die Paprika sollte nicht überdüngt werden. Deshalb achtet da so ein bisschen auf die Angaben vom Hersteller, welchen Dünger ihr benutzt. Oder wenn ihr jetzt Brennnesseljauche nehmt, dann mache ich so, dass ich alle 1 bis 2 Wochen meine Paprika damit einmal dünge, aber auch nicht mehr. Und auch mit der Abgabe oder Zugabe von Kompost sollte man vorsichtig sein. Das kann wieder zu einer erhöhten Salzkonzentration führen und damit dann halt auch die Kalziumaufnahme hemmen. Und was halt auch wichtig ist, ist eine regelmäßige und gleichmäßige vor allem Wasserversorgung. Es sollte nie mal eine längere Trockenphase sein und dann wieder richtig mit Wasser überschwemmt werden. Gießt die Paprika am besten immer gleichmäßig. Ja, das war das Video. Nein, ein Hinweis noch, da es sich hier nicht um eine Pilzerkrankung handelt, hatte ich aber schon gesagt, kann man die Paprika essen. Also ist das Ganze für euch in dem Fall dann auch unbedenklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.